Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Witcher 3. Leider mit dem Verlust, ich muss es bekannt geben wieder. Wir haben ein paar Folgen verloren, ihr habt aber nicht viel verpasst. Ich habe nämlich, bin der Box-Champion von Novigrad geworden in den Folgen, die leider kaputt gegangen sind. Und es war wirklich super scheiße schwer. Ich habe auch ein paar Gwind-Karten erspielen können noch. Also es fehlen so in etwa 1 Stunde 20 Minuten, wo wieder die Elgato-Box hier gezickt hat, weil ich auf derselben, also ich nutze die Elgato-Box so, müsst ihr euch vorstellen, ich splitte das Bild aus der Nvidia-Karte, beziehungsweise ich splitte es auf die Elgato-Box und auf den Monitor und jedes Mal, also seitdem ich Windows 10 drauf habe, läuft das nicht mehr so gut dann, also manchmal scheint die Aufnahme zwischendrin kaputt zu gehen und das ist halt schade. Weil es geht dann nicht. So, von Schwertern und Knödeln. Das sollten wir mal machen, ne? Das ist nämlich mit dem Schmied. Und den Schmied kann ich eigentlich gebrauchen. Geh nach Einbruch der Dunkelheit zu den Docks, um Hathoris Lieferanten zu treffen. Machen wir mal, damit der gute Mann auch wieder schmieden darf. Da war die Geschichte ja so herzerwärmend. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Das war ja der Knödelmacher, der, weil er im Schmiedebusiness ja unterjocht wird. Moment, was ist denn hier los? Ich glaube, die Dame legt keinen Wert mehr auf eure Begleitung. Dame? Welche Dame? Hast du die Ohren gesehen? Elfe. Jedes Kind weiß, dass Elfen nichts Gutes im Schilde führen. Ich führe nichts im Schilde, ich schwör's. Ich möchte nur Wasser holen. Und wie willst du Wasser holen? Wo ist dein Krug, hä? Wo ist dein Eimer? Warum erzählst du nicht einfach die Wahrheit? Was meinst du mit warum? Sie ist ein Anderling. Die lügen wie gedruckt. Lass dich vom schönen Gesicht nicht verzaubern, Hexer. Von außen bild hübsch diese Elfinnen. Pah, aber von innen verdorben. Lasst sie in Ruhe. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen, hä? Lass uns gehen, Radi. Töten ist wie ein Wimpernzucken für Hexer. Du kannst durchatmen. Es ist vorbei. Vorbei? Für dich vielleicht. Du ziehst fröhlich weiter. Aber ich werde hierbleiben müssen. Und sie auch. Dagegen kann ich nichts tun. Warum hast du dich überhaupt eingemischt? Du hast diese Flegel nicht um meinetwillen, sondern um deinetwillen vertrieben. Um dich gerecht und gut zu fühlen. Ein Ritter auf einem weißen Ross. Oder liege ich da falsch? Geh, Wattgern. Und vergiss nicht, wir wollen und brauchen dein Mitleid nicht. Gern gemacht. Ja. Doofe Elfe. Nächstes Mal werfe ich dich dem Drachen zum Fraß vor. Moment, den Drachen zum Fraß vor. So. Hallo, das ist der Ort? Hallo, Hexer. Er ist in der Nähe. Bereit? Ja. Geh voraus. Wunderbar. Komm. Ach, wo ich am Anfang von Aufnahmen gesprochen habe, ne? Ich habe jetzt nochmal meinen ganzen Recording-Prozess geändert und hoffe einfach, es läuft jetzt besser. Nicht viel. Wird schnell wütend, also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Schlangenauge. Hast du auch eine Schlangenzunge? Ich glaube, du bist nicht meine Blutgruppe. Nee, klopfen ist out. Ja, die sehen auch schon so richtig freundlich zum Handeln aus. Vor allem, weil die schon maskiert sind. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh, na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein. Aber vor allem muss die Kasse stimmen.
Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. Na gut, bringen wir es hinter uns. 25. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht. Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs! Gut, wir nehmen das Angebot an. Aber vielleicht sollten wir... Du solltest nach Hause gehen, Elf. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers, Jungs. Neuigkeiten verbreiten sich schnell. Geralt, was machen wir jetzt? Einfach Hackers Leute töten. Nein! Ich bin ja nach hinten ausgewichen noch. Ach, komm. Oh. Oh. Weißt du, das ist wieder... Du fängst die neue Aufnahmesession an und denkst nur... Es wird schon nicht so schlimm werden. Und was passiert? Es wird noch viel schlimmer. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers, Jungs! Neuigkeiten verbreiten sich schnell! Geralt, was machen wir jetzt? Verfickte Flüche! Schlagt ihn! Tötet ihn! So, der eine ist tot. Los, auf ihn! Ich muss halt echt schon aufpassen. Schlagt ihn! Tötet ihn! Versuch's noch, du Schwanz! Verfickte Flüche! Aua! Du bist ja wohl mal ein Schwanz. Komm schon, komm näher. Hol dir einfach eine Axt raus, der Penner. Schnell weg! Hier lang! Geralt, schnell! Moment, zuerst will ich die ausnehmen. Weil die waren dann doch ein bisschen fieser. Was willst du? Gar nichts, ich will nur abhauen. Vorsicht! Vielleicht sind noch mehr drin! Mir nach. Weil guck, hier ist doch keiner. Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Kannst du uns Schutz bieten? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Hattori, warte!
Schiff aus Gallagher im Hafen gesehen. Ich auch. Ist der jetzt echt einfach abgehauen? Der ist nach Hause gegangen. Wie ist es denn, so einen König zu kaufen? Die Passiflora ist Novigrads bekanntestes Porsche-Mebel, aber ist... Knock, knock. Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein. Nein, niemals. Ich bleib bis Medin Verne hier drin. Vergib mir, Geralt, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich. Die bringen mich um. Hast du jemand Bestimmten im Sinn? Es gibt einen Söldner, Sukros, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hacker nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt, bitte lass mich nicht so hängen. Na toll. Ich lass dich schon nicht hängen, weil ich will dich ja als Schmied gewinnen. Mann, hier die Bürste was. Ja. Aber trotzdem ist das schon kacke, dass du den damals irgendwie hintergangen hast. Beziehungsweise nicht in Frieden mit ihm auseinandergegangen bist. Das ist genauso wie der Arbeitgeber, der einen entlässt und man will noch ein Zeugnis haben von dem. Mein Kind ist krank. Ich sollte wohl eingreifen. Was zum Henker machst du denn? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Das nennst du ein Gespräch? Geht dich ein Scheißdreck an. Brauchst du eins aufs Maul oder wie? Lutscht dem Teufel doch den Schwanz. Du wirst es nie lernen. Junge, ich bin der Box-Champion von Novigrad. Du glaubst nicht, dass du eine Chance hast gegen mich. Da habe ich nämlich echt viel gelernt. Man könnte direkt mal sehen, weil die Folgen habt ihr ja nicht gesehen. Wie ich die ganzen Leute beim Boxen platt gemacht habe. Sehr schön. Ohne einen Gegentreffer. So muss das sein beim Meister. Tut mir leid, du wolltest es so. Ich bin Geralt. Sukros. Gut gemacht, Kumpel. Ein Bierchen zur Beruhigung? Komm, wir reden drin. Der ist auf jeden Fall aus dem Holz geschnitzt, wie ich das mag. Was bringt dich her, Geralt? Meine Beine. Du und der Händler, was war da los? Ach, warum meine Schwester diesen verwarzten Widerling geheiratet hat, nimm mir nicht in den Schädel. Das war dein Schwager? Schweinehund wohl eher. War zuerst scheißfreundlich. Skellige Maid, wir brauchen Fässer, das wird uns reich machen. Ich habe mich drauf eingelassen. Und dann kommt er plötzlich mit unvorhersehbaren Lagerkosten, Netto- und Bruttobilanzen und was weiß ich noch allem. Man sollte Geschäft und Familie auseinanderhalten. Du sagst es, Kollege. Ich suche eine Leibwache. Interessiert? Warum nicht, wenn es was zu verdienen gibt? Naja, noch nicht. Dann soll das ein Tauschhandel werden. Gefallen gegen Gefallen?
Ich bring dich um, Hattori. Ja, schätze schon. Woran dachtest du? Mein Schwager schuldet mir Geld. Hol es zurück, dann können wir reden. Verdammt. Na gut, wo finde ich ihn? Bei den Docks in der Nähe. Weißt du was? Das Geld ist mir egal. Wenn du es nicht wiederkriegst, stört's mich nicht. Was soll ich dann machen? Seinen Medvorrat zerstören. Den habe ich von Arn Skellig mitgebracht. Ist denn das vernünftig? Nein, aber gerecht. Hey, Silbermähne. Was hat dich denn ergrauen lassen? Deine Mutter. Vom Anblick her. Ach, eigentlich wollte ich dir nichts Böses. Tut mir leid. Ich schick deiner Mutter direkt erstmal einen Strauß Blumen. Kein Becher schmeckt besser ist als der erste zurück. Bravo, Hexer. Ich habe Stoff für eine weitere Ballade. Hallo, Griesgram. Bea. Schlimmer Name. Was darf's denn sein? Was gibt's denn? Ich würde gern ein bisschen Krimskrams loswerden, aber er würde mir nichts verkaufen. Oh, er verkauft aber Karten. Ob wir eben das schnelle Spiel noch hinkriegen? Ich bin nicht hungrig. Aber ich würde gerne Gwind gegen dich spielen. Finde ich gut. Aha. Ich habe jetzt Karte. Wir nehmen mal gutes Wetter, dann haben wir 5. Da ist das Risiko groß. Ah, wir haben sogar noch eine bessere Karte bekommen. Alles super. Oh, was ist das denn? Kann in die Nahkampf- oder Fernkampf freigelegt werden, nachdem sie ausgespielt wurde? Kann sie... Achso, nachdem sie ausgespielt wurde, kann sie aber nicht mehr bewegt werden. Strömender Regen kann er gerne spielen. Das macht mir überhaupt nichts, mein Freund. Ach du Scheiße. Ich will mal die 2 Karten ziehen. Oh, jetzt sieht er den auf seiner Hand. Ich hasse die Finte-Karte. Weil jetzt spielt er ihn, dann kriegt er auch 2 Karten. Ich passe. Boah, hat der auch noch ein Horn. Ja, zieh mal 80 Zwerge. Macht nichts, weil ich werde dich auch noch verstärken, mein Freund. Und mein Gegner hat schon gepasst.
Runde gewonnen hast, ziehe ich eine Karte. Du bist am Zug. Oh, er kann ja auch einen beleben und der nimmt natürlich den, ne? Na, hoffentlich hat der nichts Gutes gezogen. Das sind so beschissene Karten. Ach du Scheiße, jetzt darf der nochmal was beleben. Ich hoffe einfach, dass mein Horn ausreichend stark sein wird am Ende. Weil ich werde die letzte Karte legen dürfen. Ha! 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 Ah, das war's für dich, mein Freund. Das war's für dich. So, Pestmalt bekommen. Danke. Überrede den Kaufmann aus Gelling, seine Schulden bei Sucros zu begleichen oder zerstöre seine Güter. Hallo, ich bin der Schuldeneintreiber von Herrn Sucros. Ich soll... Herrn? Meinst wohl des Wildschweins? Mit Bauern und Analphabeten habe ich nichts zu tun. Sag ihm, ich bezahle ihn, sobald auf skellige Palmen wachsen. Es wachsen Palmen auf Skellige. Jetzt zahl schon. Ist ja ein Ding. Natürlich bezahle ich Sucros. Ist auch eine Bürgschaft in Ordnung? Einzulösen bei der Vivaldi Bank, ja? Bin schon unterwegs. Brave Gurke. Ups, fast runtergefallen. Hier steht's. So. Hallo. Da bist du ja schon wieder. Ei, ei, Geralt. Wie geht's denn so? Das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Ich hab mich darum gekümmert. Der Händler will dir eine Bürgschaft der Vivaldi Bank geben. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Wen soll ich umhauen? Du sollst nur jemanden im Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Eiper Hattori? Der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, wenn du für ihn einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los.